Ja, ich bin Thomas von Neusser Instruments. Ich bin der Ingenieur von den Modulen und ich präsentiere heute unser neues Modul. Das ist der Warp. Hier erscheint im September und ist eine Mischung aus additiver Synthese und Wavetable-Synthese. Man kann es verwenden als eine komplette Synthesizer-Voice oder halt auch einfach so als Oszillator. Wir haben 4 Voices an Bord, die alle unterschiedliche Tonhöhen, Lautstärken haben können, die völlig unabhängig voneinander funktionieren. Zusammen mit einem Expander ist das Ganze dann auch polyphon spielbar. Als Standalone-Version sind wir monophon unterwegs. Der Expander hat dann auch MIDI-Input und 4-mal Trigger und 4-mal Tonhöhe sozusagen. Genau, und die Standalone-Variante sehen wir hier. Und ja, ich gehe es jetzt einfach mal durch. Also hier oben haben wir so eine XY-Matrix, das ist sozusagen unsere Wavetable-Matrix. Ich nenne es jetzt erstmal Wavetables, also wir haben hier 32 mal 16 Wavetables, durch die wir in 2 Richtungen durchnavigieren können. Der blaue Punkt zeigt, wo wir hier sind mit unserer Voice. Ich drehe das mal auf jetzt. Und ich spiele jetzt einfach mal ein bisschen was, damit wir so einen Eindruck kriegen, in welchem Gebiet wir uns klanglich bewegen. Also wir haben jetzt eine Voice an. Ich mache jetzt die anderen dazu. Beispiel der additive Syntheseteil, sehr gläsern, sinuslastig, sage ich mal. Genauso haben wir aber auch diesen Wavetable-Syntheseteil, wo wir dann sehr eckig und knarzig werden können. Genauso gibt es einen Detune-Regler, wo man das Ganze sehr breit und fett machen kann. Ich kann auch den Pitch für jede Voice einstellen. Hab Oszillator, Sync, das Ganze ist ein Stereo-Modul, das heißt, wir können auch links und rechts jede Voice pennen und damit sehr schöne breite Flächen bilden oder auch. Genau, also der Sequencer ist jetzt der Octatrack einfach gewesen und die Drums kommen jetzt auch einfach vom Octatrack. Genau, ich erkläre jetzt einfach mal, wie es so funktioniert. Das Interessante ist jetzt, dass ich in den XY-Editor hier oben meine eigenen Wavetables reinzeichnen kann auf eine sehr intuitive Art. Beziehungsweise kann ich auch die Spektrallinien zeichnen. Dazu habe ich mehrere Methoden. Eine davon zum Beispiel ist so eine Art Kopierstempel, wie man das vielleicht von Photoshop kennt. Also das Grüne ist jetzt mein Cursor und ich wähle mir jetzt eins aus, mit dem ich starten möchte, zum Beispiel hier links unten, picke das jetzt und jetzt setze ich das an eine andere Position in meinem Grid, ein bisschen weiter nach oben, mache diesen Pinsel quasi ein bisschen kleiner, aktiviere einen Solo-Modus, jetzt höre ich quasi die Wavetable, wie sie ist. Und jetzt kann ich hier unten die Spektrallinien auch einzeichnen. Ich mache jetzt zum Beispiel eine Sinuswelle draus oder ich wähle jetzt einfach nur jeden dritten aus und ziehe jetzt die eben hoch und kann jetzt hier additive Synthese sozusagen machen, auf eine recht spielerische Art. Ich nehme jeden siebten Oberton, ziehe den hoch, jetzt gucke ich hier oben, ob das auch in meinen Kontext passt. Wenn ich sage, das hätte ich jetzt gern woanders platziert, dann schiebe ich einfach den Punkt weiter rüber. Ich kann dann die Breite auch einstellen und also wie abrupt quasi mein Wechsel ist. Genau, und wenn mir das gefällt, klicke ich Apply, dann backt er das jetzt sozusagen hier oben rein und dann ist es jetzt Teil von meinem Spektrum. Genauso kann ich auch einfach einen Wavetable-File reinladen von der Micro-SD-Karte hier unten. Ich habe jetzt hier irgendwelche Casio-Synthesizer-Wavetable-Files. Ich pick jetzt hier einfach eins, das ist der grüne Balken hier unten. Ich kann jetzt quasi meine Wavetable angucken und auch
anhören. Das ist die Casio Wavetable, die wir jetzt hören. Hier weiter oben befindet sich immer noch das, was wir vorhin gezeichnet haben. Jetzt kann ich auch die Casio Wavetable halt hier rumschieben in meinem Grid an eine Position, an der sie mir gefällt, sodass ich hier jetzt einen interessanten Sweep einfach zustande bekomme, dass es in meinen Kontext passt. Ich aktiviere jetzt nochmal die Effekte. Dann kann ich das auch mehrstimmig mit meinen Effekten hören, ob das passt. Und wenn auch das passt, drücke ich nochmal Place und jetzt ist es quasi in meinem Space integriert. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben im Grunde Spektrallinien gezeichnet. Ich kann jetzt auch verschiedene Spektren drauf anwenden. Also wir sind jetzt in dem Punkt, bevor die Wavetable errechnet wird, kann ich jetzt ein Spektrum drauflegen und auch dieses Spektrum warpen. Also hier unten sehe ich, welcher Bereich quasi genommen wird. Kann hier die Tiefe einstellen oder auch ein Offset einstellen, welchen Bereich von meinem Spektrum ich gerne haben möchte. Genauso auch verschiedene Spektren auswählen. Also es gibt hier verschiedene Formen einfach. Notchfilter, irgendwelche wilden Resonators, Oktavfilter. Genau, das ist quasi der additive Synthese-Part. Jetzt, wenn die Wavetable in Echtzeit errechnet wird, kann ich dahinter noch Wavetable-typische Effekte anwenden, die jetzt auf diesem Knopf hier liegen. Zum Beispiel PWM-Band oder Wavetable-Fold. Das ist jetzt quasi Makro-Control von diesen vier Effekten, die jetzt gleichzeitig angewendet werden auf die Wavetable. Zum Beispiel rein der Folder oder rein der PWM-Band. Je nachdem, wo ich hier oben bin, klingt es dann natürlich auch anders. Oder Bit-Crushing. Und mit der Kombination aus eben additiver Synthese und dem Spektrallinien und der Wavetable-Synthese habe ich sozusagen beides aus den Welten vereint. Genauso gibt es noch ein normales Hochpass-Tiefpass-Filter, was ich auch auf diesen Knopf hier legen kann. Wo ich dann ganz klassisch Hochpass, Tiefpass eben machen kann. Und damit forme ich sozusagen das Spektrum. Genau. Das Ganze mit vier Voices klingt dann noch ein bisschen spektakulärer eben. Und jetzt wollen wir das natürlich auch bewegt haben, deswegen gibt es noch etliche interne Modulationsmöglichkeiten. Zum Beispiel zwei ADSRs. Es gibt zwei LFOs, die kann man über eine Modulationsmatrix quasi jede Quelle auf jedes Ziel legen. Und ich kann mir hier wirklich ein sehr komplexes Routing bauen. Ich habe dann hier zwei globale Regler, die Geschwindigkeit und Stärke sozusagen beeinflussen. Und wir sind ja sehr menülastig unterwegs im Moment. Wenn ich jetzt sage, das passt jetzt, ich habe es wirklich im Detail gearbeitet, dann verlasse ich einfach das Menü und ich habe hier sehr ausdrucksstarke Knöpfe jetzt geschaffen, mit denen ich, also wo halt jeder unter der Haube mehrere Parameter auf einmal beeinflusst. Und genau, habe jetzt ein sehr ausdrucksstarkes, gut spielbares Instrument mit großen Abständen, was sehr wenig fummelig ist. Und damit ich da auch immer wieder drankomme, kann ich es natürlich auch als Preset speichern und abrufen, kann dann hier einen eigenen Namen vergeben, mit dem Alphabet auswählen und die Presets werden dann hinterlegt auf der SD-Karte als Wave-Files. Genauso kann ich auch diesen kompletten XY-Space exportieren als Wave-File, kann das Format auswählen für meinen anderen Wavetable-Synthesizer, also ob der 16-Bit hat, ob der 1024 oder 512 oder was auch immer für eine Sample-Länge halt mein anderer Wavetable-Synthesizer vielleicht verlangt. Auch das liegt dann auf der SD-Karte. Die Idee ist, dass das auch ein Zuspieler ist und ein Editor für andere Wavetable-Synthesizer, der sich dann nahtlos integriert in Setup aus bestehenden Synthes, die es vielleicht schon gibt. Es gibt auch keinen Software-Part dazu, sondern es ist alles auf dem Device. Damit soll auch gewährleistet sein, dass es auch in Jahrzehnten halt noch ein spielbares Gerät ist. Genau. Und somit beenden wir die Demo an der Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, für die, die an dem Punkt noch dabei sind. Genau, Neuzeit Instruments, erhältlich ab September. Der Expander ein bisschen später. Genau. Vielen Dank.